Seit dem 25. Februar ist die Ausstellung Picasso, die Kunst des Porträts im Picasso-Museum in Münster zu sehen. Wir haben uns mal auf den Weg gemacht und uns diese Ausstellung genauer angeschaut. Dort haben wir auch mit Frau Kratz, einer Mitarbeiterin des Museums, gesprochen, die uns mehr über die Ausstellung erzählt hat. In dieser Ausstellung hier, Picasso, die Kunst des Porträts, zeigen wir rund 90 Werke aus 50 Schaffensjahren Picassos aus unserer eigenen Sammlung. Wir sehen von Picasso selbst geschaffene Porträts von Musen, Geliebten und Freunden als Lithografie, Linolschnitt und Radierung. In der zweiten Ausstellung, die parallel läuft, im Fokus Picasso im Fotoporträt, zeigen wir den Künstler selbst. Er wird bei der Arbeit im Atelier gezeigt, bei gesellschaftlichen Ereignissen oder auch ganz persönlich im privaten Umfeld. Dort zeigen wir 105 Fotografien, 105 Highlights aus unserer eigenen Fotosammlung. Das Porträt stellt neben der Genre Landschaftshistorienmalerei eine weitere wichtige klassische Bildgattung dar, mit der Picasso arbeitete. Und im Porträt konnte er nicht nur die äußeren Erscheinungen, sondern auch seine persönliche Beziehung zu den Porträtierten darstellen. Er arbeitete nicht nur mit Modellen, sondern auch mit Vorlagen und konnte seinen eigenen Stil immer wieder neu erfinden. Ja, Picassos Werk hat vor allem die Porträtkunst der Moderne maßgebend geprägt und ist auch heute für zeitgenössische Künstler immer noch eine besondere Inspirationsquelle. Ja, wir sind sehr zufrieden mit den Besucherzahlen. Die Resonanz ist sehr gut, die Ausstellung ist gut besucht. Wenn Sie jetzt auch Lust bekommen haben, sich die Kunst Picassos noch anzusehen, haben Sie noch bis zum 21. Mai die Möglichkeit dazu.